So, läuft. Hallo Michael, dieses Video lautet Kapitän Zukunft. Mal ganz im Ernst, was meinst du, Michael? Bekommen wir das hin? Nicht ganz, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also die Leute, die dieses Video hier sehen, die werden dich größtenteils kennen und ahnen und wissen, wer du bist. Ja, das haben wir jetzt noch nicht verraten. Vielleicht läuft es in der Tagesschau, dann sehen es auch andere. Genau, vielleicht sieht man dich so als Hinterbänkler irgendwie, der gerade irgendwas unseren Politikern zuruft oder... Das kann ja auch passieren, aber nicht in diesem Video wahrscheinlich. Nee, okay. stell dich doch mal ganz kurz selbst vor. Also für die, die mich nicht kennen, jetzt als Captain Future. Captain Future wurde 2020 gegründet zu Beginn der Corona-Maßnahmen und seitdem bin ich unaufhörlich dabei, für Frieden und Freiheit in der Welt und in der Galaxie zu kämpfen. Ja, erst war es natürlich das Corona-Thema und danach jetzt natürlich das Friedensthema. Keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Und ja, ein Ende meiner Karriere ist erstmal nicht in Sicht. Scheint ja auch immer noch was hinzuzukommen. Oder es so, nimmt irgendwie kein Ende. Erst dachte man, am Anfang dachten wir ja, das sind jetzt hier 1-2 Monate oder so. Das war es dann nicht. Also ich wundere mich ja jetzt sowieso, dass du hier als freier Mann herumlaufst. Du läufst nach dem, was jetzt gerade in Falkensee so war. Ne? Mhm. Kannst du das kurz nochmal beschreiben, was da los war? Wollen wir erstmal zu Falkensee kommen, okay. Ja, also das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir den Politikern auf die Pelle rücken. Das hatten wir ja auch davor schon mit Geisel 2021, wo wir den ja beim Wahlkampf vertrieben haben. Wir waren auch bei Olaf Scholz schon einmal gewesen, auch beim Wahlkampf. Und auch Annalena Baerbock hatten wir 21 beim Wahlkampf schon besucht. Das ist also jetzt nichts komplett Neues für uns gewesen. Aber da jetzt gerade in Falkensee, ein kleiner Ort in der Nähe von Berlin, da ist jetzt Bürgermeisterwahl und deswegen kann man dort die Herren mal außerhalb von ihrem Elfenbeinturm antreffen. Und die Gelegenheit haben wir direkt beim Schopfe gepackt. Letzte Woche Dienstag war es halt Annalena. Das war schon ganz gut. Da haben wir sie aber zu Wort kommen lassen und es kamen nur ein paar unangenehme Fragen und sie wurde dann wieder mal ausgebuht. Das war dann schon, das war das eine und das dachten wir schon war ganz gut. Und dann kam Olaf Scholz. Ja, und da waren noch viel mehr von unserer Seite und haben dermaßen den ausgebuht, dass der kaum zu Wort kam. Ich habe jedenfalls kein Wort von dem verstanden, was er da gesagt hat. In den Videos dann von den Öffentlich-Rechtlichen hat man es dann irgendwie doch verstanden. Aber da haben wir den schon ordentlich ausgebuht. Und nach der Aktion, dann hat er tatsächlich, das hätte ich nicht von ihm erwartet, sich bereit erklärt, Selfies mit den Gästen zu machen. Man konnte sich dann da anstellen und ganz nah an ihn ran. Und das konnte ich mir nicht nehmen lassen, bin ich direkt zu ihm hin. Ihr habt das Video vielleicht gesehen und konnte ihn dann löchern mit Nord Stream 2. Und wie er beiden das vielleicht wohl gemeint haben mag, dass er das verhindern wird, dass das in Betrieb genommen wird, ob er sich daran noch erinnern kann und so weiter. Das Video hat über 100.000 Aufrufe bei YouTube gehabt und ist damit das zweiterfolgreichste Video bei YouTube, das ich in den 3 Jahren gemacht habe. Das ist genau der Punkt. Du solltest mal an dieser Stelle deine Kanäle so erwähnen, dass die Zuschauer die finden, wie die denn heißen und wo man sich das anschauen kann. Wir haben den YouTube-Kanal, der heißt Freedom Parade mit Captain Future. Dann haben wir auf Telegram den Freedom Parade-Kanal und es gibt Freedom Parade auf Telegram. Das ist dann die Gruppe, wo jeder mitschreiben kann, also auch was schreiben kann. Was haben wir noch für Kanäle? Ja, Schwurbeltreff kommen wir ja später noch dazu. Aber Telegram und YouTube, das sind so... Also, Moment, dann haben wir natürlich noch unsere eigene Webseite. Entschuldigung, freedomparade.de. Auch ganz wichtig. Da haben wir alle Demos, alle Aktionen, die wir gemacht haben. Alles habe ich da, auch die ganzen Presseartikel und Musik. Ich habe da alles fein säuberlich zusammengetragen und archiviert für die Nachwelt. Also das sieht nach viel Arbeit aus, ne? Ja, es ist ein Fulltime-Job, Superheld zu sein, das sage ich euch. Okay. Und ich war noch nicht ganz fertig mit Falkensee. Ja. Also da, das war, also wie gesagt, das fast zweiterfolgreichste Video, das wir da gemacht haben. Und die Bullen haben, glaube ich, richtig Schiss, dass sich sowas nochmal wiederholt.
Und man muss sich auch überlegen, wir haben so viele Demos gemacht und diese Demos sind immer so viel Arbeit und man versucht immer viele Leute zu erreichen. Aber mit so einer Aktion, wo man dann Politiker mal die Meinung sagt, das ist nicht viel Vorbereitung und das erreicht aber so viel mehr, nur mal so als Anregung. Erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2? Erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2, Herr Scholz? Bilder zu machen, nicht um rumzublöden. Das ist schon interessant. Und dann war der Scholz jetzt mit Macron nochmal essen und hat sich wieder in der Öffentlichkeit gezeigt zum Abendessen mit dem französischen Präsidenten. Und ich bin da nicht hingefahren, weil ich dachte eigentlich auch, dass der sich gar nicht traut, das jetzt noch zu machen, nachdem das auch in der Zeitung stand und nachdem er da diesen Reinfall jetzt hatte. Aber ein anderer Aktivist ist da gewesen und der ist dann direkt von der Polizei abgefangen und zum Bahnhof gebracht worden. Also da merkt man mal, die haben da gerade richtig Schiss davor, dass die Politiker in der Öffentlichkeit ausgebuht werden. Deswegen bitte nicht nachmachen. Auf keinen Fall. Bitte geht nicht zu den Politikern. Bitte nicht ausbuhen. Das mögen die gar nicht. Und wir sind ja alle ganz liebe, brave Bürger, nicht wahr? Und deswegen bitte nicht nachmachen. Auf keinen Fall. Danke. Also jetzt war die Kurzvorstellung doch schon wieder viel länger, als ich eigentlich dachte. Ach so, ich dachte, wir sind schon ins Thema eingestiegen. Nee, ach, das war jetzt schon noch die Kurzvorstellung, Entschuldigung. Gnadenlos beim Abarbeiten unserer Agenda. Ich wollte dich erstmal fragen, was haben jetzt eigentlich die letzten 3 Jahre mit dir gemacht? Weil du bist mit Corona quasi eingestiegen in das Thema, ne? Und das verändert einen ja ein bisschen. Wie sah vor Corona dein Leben aus? Wie hat sich das heute geändert? Wo glaubst du, führt das hin? Ja, vor Corona war ich ja Partyveranstalter, Fetischpartyveranstalter. Ich war wie alle 2 Wochen im KitKat-Club. Ich habe mein Leben und meine Freiheit in vollen Zügen genossen, in allen Bereichen. Berlin war die freieste Stadt, die ich kannte und das war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Und dann kam Corona und da war es auf einmal frei mit der Freiheit und das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Und so kam ich dann auf die Straße und so kam es dann zu Captain Future. Und am Anfang waren noch vereinzelt Leute aus der Szene, aus der Partyszene, Fetischszene mit dabei. Bei den Protesten, aber nur bis zum 1.8.2020, wo dann das Rechtsframing gegen uns so richtig krass wurde. Da sind dann die Letzten abgesprungen. Keiner wollte sich als Nazi beschimpfen lassen. Hat richtig gut funktioniert. Liebe Regierung, habt da einen tollen Job gemacht, uns zu diffamieren. Und was sich also gewandelt hat, ist im Grunde, dass ich den Kontakt zu praktisch sämtlichen Leuten von früher verloren habe. Und jetzt halt dafür auf der anderen Seite aber ganz viele neue, tolle Leute dazugewonnen habe. Also das Durchschnittsalter ist ein bisschen nach oben gegangen, aber es geht jetzt eben nicht mehr einfach nur darum, seine Freiheit zu genießen und zu feiern, sondern jetzt geht es darum, die Freiheit, die wir hatten, ja, wo sie noch besteht, zu verteidigen bzw. zurückzuerobern. Also ich bin jetzt in einem viel wichtigeren Kampf und ich habe jetzt eine Mission, unsere Freiheit zu verteidigen. Das passt jetzt schon gut, die Antwort zur nächsten Frage. Welche unerwartet positiven bzw. unerwartet negativen Dinge hast du in dieser Zeit erlebt, jetzt neben diesem Rechtsframing schon mal als Beispiel für etwas unerwartet Negatives? Genau, das war auf jeden Fall was unerwartet Negatives mit diesem Rechtsframing. Da hatte ich anfangs nicht mit gerechnet, hatte ich noch keine Erfahrung vorher mit. Aber insgesamt die ganze, dass hier sowas passieren kann mit Corona, so eine krasse Verarschung. Also mir ist ja seit 2013 schon klar, dass die Medien uns krass verarschen in vielen Bereichen. Aber das hat natürlich alles getoppt mit Corona. Das ist, im Nachhinein ist das ja wie ein Film gewesen. Das ist wie ein Hollywood-Film. Das heißt, es war auch bei dir mehr so Learning by Doing, wie ins kalte Wasser gesprungen und dann mal geguckt, wie es weitergeht, oder? Oder was würdest du im Rückblick anders machen? Wie hätte es vielleicht noch besser funktioniert bei dir? Ich habe mir vorhin länger mal Gedanken dazu gemacht, was ich vielleicht anders gemacht hätte, aber
mir fällt eigentlich nichts ein. Also ich finde, wir haben wirklich uns immer wieder angepasst an die aktuelle Situation. Wir waren kreativ, wir haben immer andere Dinge ausprobiert. Wir waren lustig, kreativ auch. Wir haben x Demos gemacht, Aktionen mit Politikern. Wir haben Musikstücke gemacht, wir haben über 300 Filme gedreht. Wir haben einen Spielfilm gemacht. Wir haben Webseiten gemacht. Und es hat verdammt nochmal Spaß gemacht. Wie schaffst du es, dich so gut unter Kontrolle zu halten in diesen vielen Situationen, wo es doch wirklich sehr angespannt manchmal zugeht? Wo ich einfach denke, oh, möchte ich jetzt weglaufen oder Captain Future geht hin und sagt was. Genau, ich muss sagen, ich habe die Fragen vorher gekriegt und vielleicht muss ich da schon vorspringen auf eine der hinteren Fragen. Es hängt für mich ein bisschen damit zusammen, was glaubt man eigentlich, was das Leben und die Welt überhaupt ist? Ne? Da geht es schon mal los. Was soll das hier eigentlich alles? Und ich denke, man muss das hier alles gar nicht so ernst nehmen, weil es eigentlich nur eine Art vorübergehende Illusion ist. Ja? Ich glaube, wir werden wiedergeboren, wir leben ewig. Und wenn du mich fragst, die Frage kommt später, gibt es da draußen einen Gott, dann würde ich sagen, wir selber sind alle Teil von Gott. Also, und das ist alles so, wie das hier läuft und ist das schon, irgendwie hat das alles irgendwo Sinn. Macht das Sinn. Wir sind ja so eine Art Lebensschule. Ja, das finde ich ganz interessant, was du jetzt gerade sagst, weil ich spreche auch mit Leuten, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen und da scheint es aber einen gemeinsamen Kern zu geben, ja? Dieses Vertrauen in etwas, was da ist, was uns alle verbindet und aus dem heraus man dann auch handelt und aus dem man auch heraus vor allen Dingen die Angst überwindet und dann sagt, nee, also an dieser Stelle, das, was ich jetzt gerade fühle, ist was ganz anderes als das, was sie da sagen. Wonach handle ich jetzt? Nach dem, was da von außen an mich angelegt wird oder das, was von innen kommt? Ja, und das ist ein Punkt, da kann ich auch von meiner Seite mal was ergänzen, wo ich dann einfach sagen würde, da höre ich eigentlich auf mein Inneres. Also ich kann da nicht mit dem vom Außen Angelegten mitgehen. Das Innere kann einen aber auch täuschen oder teilweise verwechselt man das Innere mit irgendwas, was man irgendwann mal von außen doch eingetrichtert bekommen hat. Ja, kann passieren. Na? Ja. Also seit 2013 ist mir klar, die Medien verarschen uns, an die Wissenschaft hatte ich aber noch geglaubt. Und seit Corona durfte ich jetzt lernen, dass auch die Wissenschaft nicht existiert als absolut und auch im Namen der Wissenschaft wir gehörig verarscht werden. Man kann ja mittlerweile sagen, laut einer Studie, wenn es schon so losgeht, da muss man schon hellhörig werden und skeptisch. Ja. Ich meine, wenn du so krasse Aktionen machst, da besteht ja auch immer die Gefahr, dass die Polizei dich auch gleich einkassiert und was weiß ich, danach irgendwas folgt. Gibt es da irgendwie von deiner Seite dann auch noch so ein paar Verhaltensregeln, wie man denn in solchen Situationen damit umgeht, mit dieser möglichen Gefahr, die man ja eigentlich nicht will? Ja, am besten ruhig bleiben, am besten keine Gesetze brechen, am besten niemandem einen Knochen brechen. ganz normal. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Das gilt ja generell im Leben. Das heißt, du erlebst gar nicht so viel Provokationen von Seiten der Staatsgewalt. Die gehen mit dir vernünftig um, oder? Na, natürlich haben die mich provoziert und 100-mal abgeführt wegen fehlender Maske und so einem Quatsch. Sind mir hinterhergerannt und skurrile Aktionen. Aber ich sage immer, wer sich friedlich verhält, oder wie gesagt, wenn man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Wenn ich friedlich zu den Leuten bin, dann sind die auch friedlich zu mir, ganz einfach. Wenn ich nicht schubse, wenn ich nicht beleidige, niemanden bedrohe, das ist halt wichtig. Ne? Attila Hildmann, der hat die ganze Zeit bedroht und beleidigt die Leute. Ja. Und der kann jetzt halt nicht mehr in Deutschland sein, so einfach ist das. Mhm. Und das habe ich von vornherein wohlweislich nicht gemacht. Ich war immer friedlich, höflich. Ja, und außerdem mit der Verkleidung, aber da kommen wir später nochmal zu. Ja. Aber in dem Zusammenhang kann ich auch sagen, dadurch, dass ich mich so verkleidet habe, habe ich ja auch von vornherein so ein bisschen den Druck oder die Gefahr aus dem Ganzen rausgenommen und das in so eine Comedy-Schiene gebracht, sodass man, ja, wie sieht denn das aus, wenn man da jetzt gegen einen Superhelden oder so zu irgendwie dem auf die Fresse haut? Das, also das
Weißt du, ich habe da mir direkt von vornherein optisch schon Spaß draus gemacht, sodass ich da sozusagen schon direkt so eine gewisse Schärfe aus dem Ganzen rausgenommen habe. Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt heute auch mal einfach gesagt habe, heute mal ganz im Ernst, weil manchmal gibt es da draußen so Leute, denen begegne ich halt und die sagen, ach, dieser Scherzkeks, der bewirkt doch nichts, aber ich habe da ähnliche Einstellung dazu wie du. Wo ich auch die Mittel von Satire und so weiter also schon als sehr wirkungsvoll begreife. Auf jeden Fall. Einsetzt. Auf jeden Fall. Das ist mit Satire, das wirkt. Also einerseits macht man sich da nicht strafbar und andererseits möchte man die Leute ja auch irgendwie ein Stück weit unterhalten, damit sie sich das, was man zu sagen hat, überhaupt anhören. Ja. Und deswegen finde ich Unterhaltung bei dem Ganzen, deswegen auch Musik und Co. Total wichtig, weil wir wollen ja eben Leute erreichen. Und das tun wir nicht, indem wir total mies drauf sind und aggressiv. Und wer will sich denn da anschließen? Da schließt sich doch keiner an. Nee, also das ist für Menschen auch generell stressig. Und das heißt dann auch immer für viele, jetzt gehe ich weg. Ist nicht anschlussfähig, ja, Leute, genau. Mit eurer Aggression. Ich meine, verständlich, dass man bei dieser Politik auch aggressiv wird, keine Frage. Aber anschlussfähig werden wir damit nicht. Ich bin mit positiven Emotionen und Vibrations erreicht man, dass sich Leute anschließen. So, wir haben kurz die Location gewechselt, damit die Leute das Schloss hier auch mal sehen. Ne? Ja, ich kannte es von der Seite noch gar nicht. Wir haben vorhin schon über dein Kostüm gesprochen. Ich bin noch mal neugierig, wie ist es dazu eigentlich gekommen, dass es genau so aussieht? Wer hat die Idee dazu gehabt? Ja, ich muss erst mal mich outen, dass ich, viele wissen es ja auch schon, 2019 gegen den Klimawandel tatsächlich mit Extinction Rebellion auf der Straße war. Heute, wie gesagt, sehe ich das anders. Damals dachte ich, die Wissenschaftler kann man vertrauen. Jetzt haben wir gelernt, ist nicht so. Damals, aber das war der Anfang, wo ich so richtig Blut geleckt habe, als Alternative zum Club und zur Disco einfach mal auf die Straße zu gehen, für irgendwas sich einzusetzen, dabei trotzdem Spaß zu haben, Leute kennenzulernen, an der frischen Luft zu sein. So fing das alles an. Ich habe dann eine kleine Untergruppe gegründet, Fetish for Future, dachte, die brauchen irgendwie ein Captain, ein Anführer, der ich ja eigentlich war als Gründer, ein Anführer für die Zukunft, also Captain Future. Dass es da so einen Comic-Held in den 70ern schon gab, der so ähnlich hieß oder genauso hieß, war mir klar, hat mich nicht gestört, da ich den auch mochte. Und das war ja auch in dieser Serie ein sehr nobler Mensch, so wie ich das auch bin. Und immer Gewalt, na, okay, gegen die Bösewichte wurde schon die Laserkanone gezückt. Also nicht immer gewaltfrei, aber ich bin immer gewaltfrei, immer höflich und anständig, den richtigen Kompass fürs Gute und Böse. Also so kam das zu Captain Future. Im Grunde, ich hatte bei Fetish for Future hatte ich als Logo so ein gelbes australisches Schild mit so einer Gasmaske. Nach dem Motto, wir können ja bald die Luft nicht mehr atmen. Dann kam Corona, da hat die Maske aber auch super gepasst. Und dieses Gelb kam von diesem gelben australischen Warnschild im Grunde. Und ja, so kam ich zu Gelb. Und jetzt bin ich immer noch gelb. Und irgendwie hat sich die Farbe Gelb in der Widerstandsbewegung aber auch durchgesetzt. Ne? Also demokratischer Widerstand ist gelb. Und viele andere. Das steht ja auch für Hoffnung. Und die brauchen wir in dieser Zeit. Ja, ist es so, dass wir jetzt eigentlich mehr oder weniger in der gleichen Blase immer bewegen? Sind es immer die gleichen Leute, die jetzt kommen? Oder gewinnst du noch welche dazu? Muss man da irgendwie nochmal darüber nachdenken, das Design, das Outfit, die ganze Aktion nochmal zu stylen, so ein bisschen noch aufzupeppen in irgendeiner Form? Oder sollte man das gerade nicht tun? Wie geht das damit weiter? Also bei Demos, wo es jetzt nur um Frieden und so, also nur um Frieden geht, da lasse ich das Kostüm teilweise auch weg. Oder zum Beispiel, wenn jetzt hier die Galerie des Grauens ist, das hatten wir jetzt beim Dieter Bohlen auch, bei seinem Konzert haben wir diese ganzen Impfopfer und so, die Ausschnitte aus der Presse da aufgestellt. Und da habe ich das gelbe Kostüm dann auch mal weggelassen. Also ich habe mir die Kritik, die es ja auch zuhauf gab wegen dem Kostüm, durchaus angehört und auch ernst genommen. Und gucke jetzt mehr so, wo passt es hin, das Kostüm, und wo passt es tatsächlich vielleicht nicht so gut. Und das Kostüm zu ändern würde ich nicht. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, und das ist jetzt mein Wiedererkennungswert. Und wie gesagt, gelb ist auch die Farbe der Hoffnung.
und passt einfach gut und es sieht ja auch einfach verdammt gut aus. Ja, ich finde es auch. Es ist vor allen Dingen sehr hoher Wiedererkennungswert. Ja. Mhm. Sag mal, wie viele Geschädigte dieses Spritzverbrechens hast du eigentlich in deinem Bekanntenkreis? Kannst du da welche? Ja, also da, wie gesagt, mein Bekanntenkreis sich komplett geändert hat, dass ich jetzt eigentlich nur noch ungeimpfte Leute kenne, kenne ich tatsächlich Gott sei Dank nicht viele Impfopfer. Meine Mutter und mein Bruder haben sich impfen lassen und die haben beide, ja, man kann sagen, ziemlich schwere Nebenwirkungen auch gehabt. Meine Mutter sieht es inzwischen ein, dass das ein Fehler war, dass das von der Impfung kommt. Mein Bruder ist nicht so gut darin, Fehler einzugestehen. Tja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Ja, also wie spricht man eigentlich mit Menschen, die sich das auch gar nicht selbst eingestehen wollen? Ne? Also ich kenne da auch so einige und ich bin da auch sehr vorsichtig. Ja, lass mir dann immer von denen erzählen, was sie gerade haben. Bei mir macht es dann schon Klick und ich denke, oh Mann, das stand ja auch schon auf der Nebenwirkungsliste von Pfizer von 2021, wo also selbst Überlebende des Holocaust schon an die EMA geschrieben haben und gesagt, hier, guck mal, das steht in diesen Pfizer-Protokollen und es wurde einfach nicht ernst genommen. Ne? Also ist unfassbar. Mhm. Ja, also manche Leute glauben, Leute wie du und ich treffen sich nur mit Ungeimpften und leben völlig isoliert, weil sie Angst vor Spike-Proteinen und Shedding haben. Gut, das haben wir jetzt zum Teil schon beantwortet. Unsere Bekanntenkreise bestehen zum großen Teil tatsächlich nur noch aus Ungeimpften. Was nicht mit dem Shedding zusammenhängt, sondern dass man sich einfach besser versteht. Ja? Ja, also weil wer sich Lügengeschichten die ganze Zeit hat auftischen lassen, der ist auch geneigt, uns die immer wieder erzählen zu wollen. Und das nervt einfach. Und genau. Vor allen Dingen, wenn man das einmal geblickt hat, dass man belogen wurde, dann sucht man natürlich auch an anderen Stellen nach weiteren Lügen. Und das ist natürlich auch ein weiteres Problem. Ne? Da können wir auch ganz schnell reinfallen, wenn da irgendwie Leute mit Storys kommen, die vielleicht mit dem, was gerade passiert, haben, gar nichts zu tun haben. Was weiß ich, Mondlandung oder so. Ne? Und dann sage ich immer, das ist gerade nicht mein Thema. Darüber möchte ich jetzt gerade nicht reden. Ich halte das jetzt für ein Ablenkungsmanöver, zum jetzigen Zeitpunkt darüber zu reden. Egal, was da war. Ja? Aber Mondlandung jetzt und heute? Ja. Du wirst mit Geimpften aber auch schlecht über die eventuelle Fake-Mondlandung reden können, weil das ist ja alles. Entweder man hat einmal die rote Pille genommen und stellt alles in Frage und dann kannst du mit denen über alle Verschwörungstheorien reden. Ja. Oder sie wollen nicht glauben, dass sie ihr Leben lang verarscht wurden und dass die Welt so schlecht ist, wie sie ist. So, da kommen wir ja alle her. Und wenn man diesen Schritt nicht gegangen ist, dann lehnt man all diese Theorien im Grunde ab. Tja, ich sehe auch noch jetzt ein Riesenproblem in der Aufarbeitung tatsächlich, genau auch aus den geäußerten Gründen, die wir jetzt hier eben schon hatten, dass der ganze Corona-Dreck, der da passiert ist, im Prinzip komplett unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Da möchte jetzt keiner mehr drüber reden. Ja. Dann halt ein anderes Thema, ja, war sagt halt der böse Putin und so, ach Corona, vergiss es mal, ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Genau, dass die Gefahr besteht, ja. Kein Untersuchungsausschuss, keine Konsequenzen, die Verantwortlichen sind immer noch im Amt. Ich glaube, an dieser Stelle kommen wir jetzt zu einem Knackpunkt, der wirklich ganz schlimm ist, aber auch für uns, ne? Weil es reicht ja nicht aus, einfach nur die Probleme zu sehen und die Lügen zu sehen und so. Wenn ich denn mal mit der Gegenseite gesprochen habe und auch einen überzeugt habe, dass die Sachen so sind, wie ich sie sehe, ne? Dann sagt er immer mir noch als letzten Spruch, du hast ja auch keine Lösung, ne? Und das ist tatsächlich ein hartes Ding, ne? Wo ich dann auch schlucken muss. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Hast du eine Lösung? Nimmst du es einfach, wie es dann kommt, oder? Also der erste Schritt zur Lösung ist immer das Erkennen des Problems. Ne? Also wenn ich eine Krankheit habe, muss ich als erstes mal wissen, welche Krankheit habe ich denn überhaupt? Genau. Und dann kann man überlegen, wie man dagegen vielleicht vorgehen kann. Ne? Deswegen ist die Aufklärung und die Sicht, wie es ist, das ist schon der halbe Weg zur Lösung. Unverzichtbar, finde ich auch. Ne? Also wenn sich alle Menschen darüber klar wären, was hier abgeht,
Ja, dann wäre es ja schon zu Ende mit dem ganzen Mist. Ja? Das, dann würde ja keiner mehr mitmachen, dann wäre es vorbei. Ja, genau. Ich habe heute gerade einen Anruf bekommen von einem Kumpel aus der Ivo Sasek-Truppe, ja? Also KlarTV und so. Und die hatten gerade wieder ihr Freundestreffen und die sagen auch genau das. Ne? Also sie sagen einfach, wenn die Leute einfach mal ein bisschen genauer, tiefer schauen, hinterfragen, sich der Wahrheit einfach mal stellen, dann sind wir zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Die Kamera wollte gerade umkippen. Wo du stellen sagst, kippt fast die Kamera um. Wollte mich gerade erschlagen, weil ich sowas sage hier. Nee, ich glaube, das war nicht der Grund, das war eher Zustimmung. Nicken, die Kamera wollte nicken. Ja. Genau. Jetzt kommen wir zu den angenehmen Themen, die wir noch nicht beleuchtet haben. Oh ja, ja. Schön. Ich glaube, da brauche ich gar keine Einleitung machen, sondern nur so sagen, so Schwurbeltreff, yeah. Erzähl doch mal. Der Schwurbeltreff, wo du es gerade sagst. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch schon angemeldet sind. Auf Demos sage ich dann immer Hand hoch, wer schon angemeldet ist. Und da geht meistens die Hälfte der Hände hoch. Seit Februar 23 gibt es schwurbeltreff.de, die Plattform für Schwurbler und Aluhutträger, um andere, die ähnlich denken wie du, kennenlernen zu können. Sei es für Partnerschaft, Freundschaft, sei es um in den Eventkalender zu schauen und zu gucken, wo sind verschwurbelte Aktionen und Events in meiner Nähe, seien es Demonstrationen, Konzerte oder sonstiges. Es gibt jetzt seit kurzem auch ein Forum, wo man einfach ungehemmt gemeinsam über irgendwelche Themen schwurbeln kann. Es gibt eine Android-App-Version auch davon. Wir haben jetzt knapp 5000 Mitglieder schon innerhalb von ein paar Monaten. Das ist gar nicht übel. Kommt mal. Es ist komplett kostenlos und werbefrei, muss ich auch noch dazu sagen. Also wo gibt es schon so eine Plattform, die komplett kostenlos und werbefrei ist? Das ist auch nur deswegen möglich, weil ich das praktisch komplett alleine programmiere und mache. Bis jetzt geht das noch, aber es ist auch viel Arbeit. Es gibt einen Spendenknopf, da könnt ihr uns gerne, oder mich, ich weiß gar nicht, ob ich da von uns sprechen kann. Ich sage immer uns, weil das klingt dann ein bisschen größer und es glaubt ja auch keiner, dass sowas alleine macht. Ich habe auch ein, zwei Leute, die mich, die mir ein bisschen helfen. So ist es nicht. Der Norm und die Susi, danke euch. Aber es ist noch ein kleines Projekt, aber mit 4.000, fast 5.000 Leuten gar nicht so klein. Und ich höre auch immer wieder von Paaren tatsächlich, die sich darüber wirklich kennengelernt haben. Also es funktioniert tatsächlich. Oder wenn man sich dann wieder ausloggt oder das Profil wieder löscht, kann man auch sagen, warum. Und manche klicken tatsächlich an, ja, ich gehe hier wieder raus, weil ich habe einen Partner gefunden. Das geht tatsächlich. Wir haben zwar leider, was heißt leider? Es sind ungefähr doppelt so viele Männer wie Frauen, aber das ist für so eine Partnerplattform auch ganz normal und ist ein ganz akzeptables Verhältnis eigentlich. Das Ganze lebt natürlich davon, dass viele mitmachen. Deswegen, falls ihr noch nicht dabei seid und euch noch besser connecten wollt, vielleicht wohnt ihr auch nicht in einer Großstadt, wo es eh schwieriger ist, Gleichgesinnte vielleicht zu treffen, dann kommt auf schwurbeltreff.de. Tja, also dem habe ich jetzt hier auch nichts mehr zu hinzufügen. Oder gibt es noch Fragen dazu? Also ich habe da jetzt keine Fragen. Bist du schon angemeldet? Nee, ich bin noch nicht angemeldet. Aha. Okay. Also ich hätte jetzt an dieser Stelle noch gefragt, nimm mir doch mal deine besten Videos, aber das hast du ja im Prinzip schon unterwegs, ne? Brauchen wir oder hättest du jetzt noch was zu ergänzen? Wenn ihr auf unseren YouTube-Kanal geht, auf der Startseite gibt es da die Rubrik beliebteste Videos. Da sind die 12 meistgesehensten Videos, die Charts, die Top 10 sozusagen, aufgelistet. Also da kann ich dir sagen, dass die meistgeklickten Videos von uns, also einerseits hatten wir eben schon geredet, TikTok, da hatten wir mal den Lauterbach vor dem World Health Summit in Flagranti erwischt und das hatte auf TikTok über 1 Million Aufrufe. Dann gab es natürlich diverse Fernsehbeiträge und bei YouTube die erfolgreichsten, das waren tatsächlich die Nummer 1 ist dieses Video, wo wir mit diesen weißen Anzügen und weißen Masken durch die Bahn gegangen sind und Leute sozusagen erschreckt haben, eine düstere Dystopie der Zukunft ausgemalt haben. Das war auf Platz 1 und tatsächlich jetzt gerade auf Platz 2, wie gesagt, das Scholz-Video in Falkensee. Also wenn Politiker erwischt werden, das wollen die, glaube ich, das wollen die Leute so am meisten sehen. Ne? Und mein Lied, damit hält man das nicht auf, mit Drosten ist auch dabei, das war auch ein Hit. Da, wo ihr das Tänzchen aufgeführt habt, oder war das wieder was anderes? In dem Video tanzen wir an verschiedenen Stellen, ja. Also,
Ja. Ja, gut. Können wir den Leuten einfach nur raten, bei all dem Trübsal, was wir hier sehen und bei all den grausigen Wahrheiten, die wir hier so mitbekommen, das Leben nicht zu vergessen und doch hin und wieder mal fröhlich zu sein und vielleicht auch ein bisschen Verständnis für unsere Art von Humor zu haben. Ja, ich meine, warum darf man nicht, gerade wenn alle Angst haben und wenn alle in Panik sind, dann ist Humor und Fröhlichkeit ein revolutionärer Akt. Dann ist das der beste Widerstand, den man überhaupt machen kann. Ja? Gegen negative Energie, positive Energie zu richten, ist die einzig logische Konsequenz und Erwiderung auf negative Energie, denke ich, um das zu neutralisieren. Ja? Es gibt immer einen Grund, fröhlich zu sein. Gerade wenn man erkannt hat, dass der Grund, weswegen hier alle Angst haben, ein absoluter Quatsch ist, dann kann man sich darüber doch nur lustig machen. Ja. Obwohl, gut, andere denken dann vielleicht, ja, aber die haben aber wirklich Angst. Aber ich muss eure Angst nicht teilen. Nee. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen, keine Angst zu haben und trotzdem gut drauf zu sein. Das ist mein gutes Recht. Ne? Tja, manchmal muss man dann halt doch einfach mal in der ruhigen Ecke auch den Opfern gedenken. Das sehe ich auch ein, das machen wir auch. Das ja. haben wir auch. Schweigeminuten eingelegt. Und es ist natürlich, wie gesagt, ne, wenn jetzt wir die Bilder der Opfer und so ausstellen, dann sehe ich auch davon ab, irgendwelche Späße zu machen. Das ist dann tatsächlich nicht passend. Dann sind wir durch. Fertig, ja? Okay, dann danke ich dir für diese schönen Fragen, die du da zusammengestellt hast. Ich danke dir, dass du Zeit für mich hattest. Gerne, bei dem Wetter will man doch eh noch draußen, oder? Hast du mal einen Schlosspark kennengelernt. Und den Schlosspark kennengelernt. Den empfehlen wir natürlich auch. Mega schön hier. Tschüss. Ciao. So, hallo. Wir sind noch schnell zum Italiener gegangen und da fällt mir doch glatt was ein, was Wichtiges, was ich vergessen habe. Und zwar die nächste Großdemo in Berlin, wo wir uns wieder freuen würden, wenn ganz Deutschland oder ganz Europa wieder nach Berlin kommt, ist der 5.8. Jawohl, auch dieses Jahr werden wir natürlich unser jährliches Erinnerungsevent veranstalten an den 1.8.2020, an diese Mega-Demo, die uns allen bis zum Tod wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird. Die krasseste Demo, die ich je erlebt habe, machen wir jedes Jahr jetzt. Ihr wisst es, 21 war sie verboten und wir waren trotzdem zigtausende, die durch die Straßen gezogen sind. 22 hatten wir dann die ganze Woche der Demokratie mit bis zu 20.000 Teilnehmern beim Medienmarsch. Ja, und dieses Jahr am 5. August laden wir ein. Ballweg wird eine Rede halten. Jan Song King hat auch schon zugesagt als Musiker. Wir sind noch bei der Planung, es steht noch nicht alles fest. Aber merkt euch schon mal das Datum, haltet euch das frei, 5.8. Berlin.